Ist sonst hier noch jemand eine Quest? Ich laufe einfach mal kurz rum. Nö, nö. Da kann ich beten. Wie viel habe ich denn? Ich habe 0 Segen. Aber sonst ist hier nichts. Du hast keine Quest. Du hast eine Quest, das weiß ich. Das nehme ich gleich hoch. Ich schaue mich nur kurz hier um. Du hast keine Quest. Dann ja, Waffen nehmen. Interessierst du dich für ein Schwert? Da haben wir ein Soldatenschwert, ein Ritterschwert und ein Königsschwert. Sie sind etwas zerfressen, aber immer noch brauchbar. Du kannst sie haben. Mit jedem Schwert kämpft es sich anders. Es ist also eine gute Idee, verschiedene Schwerter auszuprobieren. Ja, ich kenne mich mit den Schwertern noch aus. Ich will die doch nur nehmen. Er hat nicht. Oh, das ist die Ruine. Ich Glückspilz. Sehr interessant. Ist das ein Schatz? Okay, da ist eine Quest. Ist auch noch eine Quest. Okay. Geh ich so rum. Von hier im Uhrzeigersinn ab Torda. Torda, wann bist du denn nun endlich mit dem Unterstand fertig? Tut mir leid, ich brauche wohl noch ein Weilchen. Die Dachplanke will einfach nicht passen. Noch diese Stelle hier. Solange der Unterstand nicht fertig ist, können wir keine weitere Pferde mehr unterbringen, so ein Schlamassel. I see. Fast noch etwas nach oben. So, bitteschön. Oh, die Planke sitzt ja wie angegossen. Vielen Dank, Kumpel. Alleine hätte ich das sicher nicht so schnell hingekriegt. Nur noch ein, zwei Handgriffe, dann heißt es tada, der Unterstand ist fertig. Darauf ist Verlass. Dummster erledigt das. Ganz fix heißt es. Tada, ein neues Bauwerk steht da. Gut, jetzt bin ich in Stimmung. Den Rest werde ich in einem Ritt erledigen. So genau wollte ich das nicht wissen, Torda. Okay. Na, was sagst du dazu? Donnerlittchen, das nenne ich mal einen schicken Unterstand. Aber nichts Geringes habe ich vom Bauunternehmen Dummster und seinen Meisterhandwerkern erwartet. Und danke auch für deine Unterstützung. Nun können wir die Pferde auch hier im Schwebposten so unterbringen, wie es sich gehört. Falls du also irgendein Anliegen zum Thema Pferde hast, sprich mich ruhig an. So, dann ist die Quest auch erledigt. Dann wollte ich ja die Quest hier machen. Es ist doch unglaublich, dass eine dermaßen beeindruckende Sohn auf Steintafel direkt am Spielposten herabgestürzt ist. Und sie fällt in Resinas Verantwortungsbereich. Das muss bedeuten, dass es um Althyanisch geht, von dem es nur ganz wenige Belege gibt. Ich werde mich so richtig reinhängen. Schließlich ist auch mein erstes Projekt bei der Sona-Forschungsgruppe. Wie kann sowas einfach vom Himmel fallen? Zum Glück wurde anscheinend niemand verletzt. Wir müssen auch den Himmel im Auge behalten, für die Sicherheit des Spähpostens. Uiuiui, das ist dieses Riesending vom Himmel gefallen. Ob sich das zu Geld machen lässt? Vielleicht sogar Fehlgeld?
dann könnte ich mir all die Kleidung kaufen, die ich haben will. Bogenglitch. Tut mir leid, aber wenn ich einmal in meiner Forschung vertieft bin, möchte ich dabei nicht gestört werden. Also, wenn du irgendwas brauchst, dann komm bitte später wieder, ja? Wenn diese Ruine sogar Resians Interesse geweckt hat, muss es sich wirklich um ein außergewöhnliches Exemplar handeln. Ich will ebenfalls bei der Erforschung helfen. Ich habe lange studiert, um mich auf genau so einen Fund vorzubereiten. Größe, Körperbau und der rechte Arm? Du musst links sein, oder? Pura hat mir viel von dir erzählt. Ich bin Resian. Mein Spezialgebiet ist die Erforschung des Althyanischen. Und damit meine ich nicht etwa die Texte auf den Kranzruinen, sondern etwas ganz anderes. Es geht um die Sprache, die zur Zeit der Gründung von Hyrule verwendet wurde. Die Grundlage unserer jetzigen Sprache. Aber sicher bist du dir dieses Unterschieds bereits bewusst. Auf der Steintafel, die vom Himmel gefallen ist, ist etwas in Althyanisch eingraviert. Wenn es mir gelingt, diesen Text zu entschlüsseln, dann erfahren wir vielleicht mehr über jene längst vergangene Zeit. Ich habe die Dokumente, die ich brauche, um die Texte aus dem Althyanischen zu übersetzen, Kakariko gelassen. Sobald ich dorthin zurückgekehrt bin, werde ich meine Arbeit fortsetzen. Ich habe diese Inschrift bereits kopiert, also mache ich mich jetzt auf den Weg zurück ins Dorf. Wenn du dich über die Thema interessierst, Link, dann komm doch nach Kakariko. Dann kann ich dir berichten, was ich herausgefunden habe. Vom archäologischen Standpunkt her ist diese Inschrift ungemein wertvoll, eine Brücke in die ferne Vergangenheit. Ich gedenke, diesem Mysterium zu enträtseln, und damit mache ich mich auf den Weg. Episoden-Nachricht aus uralter Zeit. Gut, dann mussten wir... Eines Tages werde ich mich auch mit der praktischen Anwendungsentwicklung beschäftigen. Oh, warte mal, da fällt mir was ein. Spitz deine Spitzohren. Dein Pura-Pad ist mit einem Sensor ausgerüstet, mit dem du Schreine ausspüren kannst. Was soll das denn? Tu gefälligst überraschter. Derjenige, der auf die Schreine aufmerksam wurde, die nach dem Kataklysmus aufgetaucht sind. Das war niemand anderes als ich allein. Als einziger in ganz Hyrule darf ich anmerken. Den Sensor deines Pura-Pads hier am Spielposten einzurichten, ist allerdings sogar für mich ein Problem. Dafür müssen wir zum Pura-Pad-Institut in Hateno. Pura-Pad-Institut? Das ist ein Labor, in dem Pura und ich an der Entwicklung des Pura-Pads arbeiten. Dort können wir dein Pura-Pad und seinen Sensor weiter verbessern. Im Südosten ist Osnekluder und da am Rand ist Hateno. Und da am Rand ist wiederum das Institut. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, ist aber ein 1A-Labor. So, bin da mal unterwegs. Ich will bereit sein, wenn du dann vorbeikommst. Wir sehen uns in Hateno. Lass mich nicht zu lang warten. So viele Nebenaufgaben. I love it. Okay, was machen wir denn jetzt? Wobei, da war ja was. Der hat ja doch gesagt, dass einer seiner Kollegen Hilfe braucht beim Kämpfen, ne? Würde mal sagen, das erledigen wir doch mal. Warte, südlich hat er gesagt, südlich. Hier vielleicht. Das sieht so nach einem Lager aus. Mal gucken, will. Victor. Was habe ich denn hier denn markiert? Du wirst gleich sehen, was ich da markiert habe. Vielleicht ein Schrein. Vielleicht ein Schrein. Mal schauen. Drache. Wo immer, wenn ich den Drachen sehe, muss ich immer an TikTok denken. Warte, dann mache ich hier mal so eine Markierung. Dann laufe ich mal hier lang und gucke mal, ob ich hier die Monsterwehr sehe. Weil da ist definitiv Monsterlager.
Okay, ich bin verwundert, dass mich die Bäume nicht hier an. Hagan? Nein, nein, nicht die Hände, nicht die Hände, nicht die Hände, nicht die Hände, nicht die Hände. Doch gesagt, wir sehen heute noch die Hände. Oh nein, link, 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 link. Link, link. Und tschüss. Ich teleportiere mich mal hier hin. Oh, tschüss, Sender, tschüss. Doch noch nicht die starken Waffen dafür. Hab doch nicht die starken Waffen dafür, oder sicher. Was soll die Feder bedeuten? Gucken. Da ist der Untergrund. Einmal mal kurz so hier so. Kurz durch mir erstmal laufen. Pass auf, halt dich davon fern, denn wenn du damit in Berührung kommst. Dann wird es dir die Kraft rauben und du wirst dich nicht bewegen können, genauso wie ich. Doch überlebt. So. Ja. Geh zum Monsterlager, ich mache einen großen Bogen um den Wald. Weil es auch das richtige Monsterlager ist, ne? Bisher sehe ich noch keiner, der Monster wäre. Aber Pferde. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Ich würde eigentlich die Karten alle aufdecken. Na gut. Ich habe mir Schreine markiert damit, ne? Fuchsi Fuchs. Ich sehe aber keiner von den Rittern. Bei einer bestimmten Uhrzeit kommen. Weil das ist definitiv ein Monsterlager. Ich kann ja schon ein Feuer aufschlagen, so ist es nicht. Sind die wieder schon am Kämpfen? Nein, sie sind noch nicht am Kämpfen. Warte mal. Ich habe eh genug Feuer. Stein und Holz. Dann schlafen wir doch mal bis Mittag. Ja. Wow. Bis mittags. Das muss, glaube ich, reichen. Vielleicht ist es einfach schon zu spät. Das ist nicht das Richtige. Kann natürlich auch sein. Weil ich sehe hier keine Ritter. Ist hier vielleicht sonst noch irgendwo?
Jetzt muss ich auch noch alle aufsammeln. Das hier könnte auch noch was sein. Ich sehe hier keine Ritter vorbeilaufen, deswegen guck mal einfach mal, was ich mir sonst da so markiert habe. Irgendwas habe ich mir ja markiert, also mal schauen. Ich habe mir irgendwas hier markiert. Die Frage ist nur, was habe ich mir markiert? Scheinbar habe ich mir irgendwas random markiert. Okay, dann laufen wir jetzt nicht mehr so weit in die Prärie. So, wir haben ja noch Nebenquests zu erledigen. Okay, dann einmal Richtung Hateno. Kakariko. Dann schließ mal kurz diese Nebenmission ab. Und wenn ich Schreine sehe, können wir auch nebenbei Schreine machen. Ich kann mich ja dafür mal kurz in die Luft katapultieren lassen und gucke, ob ich hier Schreine sehe. Diesen Wolken sehe ich hier eigentlich für gar nichts. Ne, ich sehe gefühlt gar nicht, wo hier ein Schrein ist. Ich denke mal, dafür müsste es nachts sein, da sieht man es besser. Ne, ich muss aber in diese Richtung. Hallo Link, könntest du dich mal bitte umdrehen? Hallo Link, drehst du dich mal bitte um? Warum drehst du dich nicht um? Ach, da unten ist ein Schrein. Dann gehen wir doch mal direkt dorthin, ne? Mal gucken, was uns da erwartet. Warte, wir sind ja hier schon in Kakariko. Oh, passt ja. Passt ja gut. Ich glaube, mit den Schreien sind so wird es einfacher. Kann ich mir vorstellen, dass mit den Schreien sind so ein bisschen leichter wird. Auf und ab, hin und her, oh Gott. Na gut, das ist jetzt nicht allzu schwer. So, was haben wir denn hier? Okay.
Okay, I see. Ja, so war nirgends mal eine Truhe, ne? Nein, okay. Da ist eine Kugel. Oh, nö. Oh, nee, nicht sowas. Ich komme nicht dran. Kann ich nicht einfach so hochholen? Da ist auch eine Truhe. Was haben wir hier? Gitter. Aber es muss noch etwas mehr in diese Richtung. So. Das ist nicht gerade, ne? Oh je. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Aber es hat funktioniert, okay. Ich habe die Truhe vergessen. Ach, hab die Truhe vergessen. Was ich hier machen muss. Feenwasser, nett.
Wozu brauche ich das denn jetzt? Ich weiß, wozu ich das brauche. Um das größer zu machen. Glaube ich. Gucken, vielleicht reicht das ja trotzdem. Ende. Wie löse ich das? Brauche ich vielleicht das da auch noch? Nee, nicht ganz. Okay, wie komme ich jetzt aber da hoch? Warte mal. Okay, so musste ich es machen. Ich musste mich rüber katapultieren. Oder es war nicht so, wie es eigentlich gemacht werden sollte. Aber wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. So, dann erkunden wir jetzt Kakariko.